beschissen, ey. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, ne? Weißt du, weißt was mich stört? Ich sehe es halt kommen und ich mache es trotzdem. Ich verstehe es einfach nicht, wieso ich so blöd bin. Fuck! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dirt Truck Simulator, Folge 286. Wir haben das Upgrade hier eingesammelt und jetzt geht's hier weiter. Können wir gleich hier oben bleiben, würde ich sagen, ne? Ich schon wieder fast umkippen wollte. Oh ne, komme ich nicht runter. Doch. So, ist klar. Ach du. Unten sind Ersatzteile. Interessant. Ah, das ist doch hier nicht euer Ernst, oder? Okay, gut. Das, ja, gut. Kommen wir hier runter und dann da rechts hoch. Dann passt das. Fahren wir hier, ne? Fahren wir rechts rum. Ist okay. Dann müssen wir. Wir kriegen auf jeden Fall noch Holz. Super, ne? Schön. Ich kann auch hier durchfahren, theoretisch. Sieht mir jetzt nicht so dicht bewachsen aus. Ein Abhang. Nochmal ein Weg, alles klar. Ist natürlich da direkt drin, ne? Aha, ist klar, ja, egal. Ja, hier ist natürlich das Ding, aber. Ah, ist vielleicht ganz gut, dass der gefällt ist, weil so komme ich hier nämlich durch. Okay, gut, das ging auch. Und wir bekommen noch einmal Feintunen und diesmal kriegen wir das für den Western Star 49X, den Derry Longhorn, den Tuts und den Tiger. Okay. Achso, und für die ganzen anderen hier. Für all. Wow! Twinsteer, Voron, den BM-17, den Step, den Boar, den P-512. Für so ziemlich alles habe ich irgendwie den Eindruck. Okay. Alles klar. Ja. Oh, ein Steinbruch. Oh, ich krieg Riese. So. Wir wenden hier am besten. Wir haben noch Zeit, das heißt, wir können schon anfangen mit Fahren heute.
dem neuen Pacific Truck. Sehr schön. Das feiere ich ein bisschen, dass wir jetzt noch einen weiteren Pacific Truck haben. Das finde ich sehr schön. Und den holen wir uns jetzt ab. Ganz einfach. Ist die Chose. Dann können wir uns unseren ersten Anhänger schnappen. Und fangen an, die ersten Brücken hier auf dieser Map zu reparieren. Schon wieder so ein gelbes Teil. Eine Aufgabe. Ja. Ah, ne, ein Wettkampf. Na ja, gut. Den können wir mal außer Acht lassen. Das ist ja... Das ist so ziemlich das Einzige an dem Spiel, was mich nicht so wirklich interessiert, weil das irgendwie ist... Das ist ein Offroad-Simulator, kein Rennen. Also... Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich da jetzt nicht rankomme, ne? Okay, alles klar, reicht. Diese Graben, die sind wirklich nicht gut. Das ist schlimm. Ich gebe auch nicht vom Gas, ne? Weil ich keinen Bock habe, weil ich endlich fahren will. Ich muss gleich alles von vorne fahren, wenn ich nicht damit aufhöre. Ist das schon der Truck? Das ist schon der Truck. Alles klar. Dann schauen wir jetzt mal, wie man da überhaupt jetzt hinkommt. Wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts würde ich es probieren. Da, dann haben wir es doch. Neuer Truck entdeckt. Der Pacific P512PF. Alles klar. Da ist er unser. Natürlich kaputt. Was soll man auch anderes sagen? So, und wir haben keine weiteren Upgrades. Das heißt, wir haben jetzt immerhin schon 6 von 8 Upgrades. Ein weiteres war, wo wir noch nicht rankommen. Und eins ist wahrscheinlich noch nicht offen. Wir haben schon 12% Wisconsin. Easy, Digga, easy. Wir haben nicht mal eine Mission gemacht. 48 gibt es hier. Das ist gar nicht so viel, glaube ich. Ne? Ist tatsächlich relativ überschaubar. Okay, cool. Da würde ich sagen, den Berg mal. Und der wird jetzt erstmal richtig fett getuned. So, auch der kriegt hier einen Westline-Motor. Der ist nicht schlecht. Da muss er aber erstmal mit dem hier auskommen. Ein Getriebe. Feintuning. Könnten wir machen. Allerdings denke ich mal. Ach, selbst Offroad? Ah, ne, das ist nur der Spritverbrauch. Ja, okay. Machen wir doch erstmal hier. Und besonders im Allradantrieb nicht sehr kraftstoffsparend. Naja. Ist das normal? Federung gibt es nur Standard. Okay. 51 Zoll, nur Offroad. Das ist natürlich auch nicht so schön. Langwinde, naja, ist erstmal okay. Machen wir so. So, wir haben die freigeschaltet. Ne, wir brauchen eine Differentialsperre natürlich.
Ersatzrad hatten wir. Das finde ich sehr schön. Und als Rahmenzusatz gibt es einmal den Teleskopkran tatsächlich. Holzflieger, Pond, Holzladekran, Pritschenwagen, Kofferaufbau, Entwartungsbau, ein Metalldetektormodul, das ist neu, das Vibroseismischmodul, Pritschenaufbau, Kraftstofftank, Alter, gibt es hier viel. Auslegerkran, den unterstützt er, das ist gut. Den würde ich schon gerne haben. Eine hohe Kupplung und eine niedrige Kupplung. Alles klar. Aber ich glaube, dann machen wir auch erstmal den hier, ne? Drauf. So. Dann haben wir hier, natürlich machen wir hier auch ein bisschen Optik drauf, ne? Oh ja. Das finde ich schon nicht schlecht. So, wir haben das Standardhorn. Wir haben noch, wir brauchen ja auf jeden Fall. Was ist denn für ein Kabinenschutz? Ist das der Kabinenschutz? Brauchen wir nicht. Wir haben den Kran als Kabinenschutz. Anatorn. Mhm, ja, das brauchen wir mal nicht. Warum nicht? Ah ja, das Ding ist zur Seite ragend. Wir brauchen die Luft. Dann haben wir sowas und dann. Sowas. Standard ist so. Naja. Okay, würde ich sagen. Gefällt mir sogar am besten. Ne? In Fällen gibt es keine. Alles klar. Und dann natürlich brauchen wir eine Farbe. Und der kriegt. Oh, guck mal, es gibt sogar mittlerweile Deutschland. Das soll Deutschland sein? Schwarz. So. Und es gibt ja mittlerweile sogar Außenbereich. Nicht schlecht. Neu, matt. Ja, gut, ne? Also. Brauchen wir nicht. So, wunderbar. Und da ist unser neuer Pacific P512 PF. Sieht jetzt nicht so geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Das sieht schon nicht ganz so geil aus. 200 Liter, okay. Gucken wir jetzt erstmal. Die erste Brücke war gar nicht so weit weg. Brücke über den Bach. Da glotzen wir doch mal, was wir brauchen. Und zwar mit unserem... Tja. So, auf jetzt. Wir fahren zur Brücke. Dann haben wir da auch schon mal einen Vorteil. So, da kommen wir auch schnell hin. Dann können wir diese Folge mit dem Truck auch noch fahren nachher. Ich will nur sehen, was für Materialien wir brauchen. Wir werden die Mission jetzt annehmen und aktivieren. Dass wir dann schon mal anfangen. Ja. Und wenn alle Wege gesetzt sind soweit, dann können wir die großen Aufträge machen. Das meiste wird ja dann auch Holz sein, ne? Das ist natürlich hier Priorität. Panther und Lupus sind online. Das freut mich doch. Viel Spaß euch beim Zocken. So, da könnte man auch fahren, aber wir nehmen den anderen Weg hier. Haben wir jetzt Allradantrieb auf dem Ding? Nö. Nee, ne? Nur Differential. Allrad haben wir nicht. Seine der jetzt immer an, aber glaube ich nicht. Also der wird nicht so schön sein. Er hat aber immerhin die Doppelachse, aber leider kein Allrad. Ah, gucken wir gleich. Wäre natürlich cool, wenn die Materialien hier direkt rechts in dem Lager sind, ne? Hier ist aber ein bisschen nass. Hier waren wir noch nicht. Oder doch. Wollten hier rüber und dann war hier aber zu oder so. Ja.
Oh, hier würde man wieder hochkommen. Wenn wir diese Abkürzung genommen hätten, aber die hätte ja noch länger gedauert, oder? So, genau, hier brauchen wir den Weg. Aufgabe anzeigen. Brücke über den Bach. Diese Brücke war früher aus Holz. Wir haben beschlossen, sie zu renovieren. Ich denke, das wird genau das, was wir brauchen. Wirst du uns helfen? Dafür gibt es 5000 Belohnung und 700 Erfahrung. Also nicht schlecht. Wir brauchen 2 Stahlträger. Okay. Die nächste Aktion. So. Schade, kriegen wir hier nicht. Oh, hier würden wir 2 Stahlträger kriegen. Das ist natürlich schon gut. Ansonsten sieht es mau aus, ne? Ja, wir können es hier nur abbauen. Das ist nicht so geil. Und hier ist ein... Das ist ein Generatorbereich. Ah, die Frachtherstellungszone Nummer 1. Das ist ja auch... was das überhaupt ist. Also das Holzding brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, 2 Stahl würde ich jetzt erstmal hier vielleicht von hier nehmen, ne? Da muss ich dann... Wie komme ich denn da hin? Mach mal. Hier. Ah. Gut, probieren wir mal, ne? So, 2 Stahlträger, das heißt, wir brauchen mindestens 4 Slots. Wir nehmen einen normalen 5er-Anhänger, ne? Los geht's. Die müssen wir nochmal einlagern. Denn wir brauchen jetzt erstmal die Sattelkupplung. Niedrig. So. Los geht's. Erstmal. Ah, sieht jetzt nicht so besonders aus, wie gesagt. Von innen drinne. Ja, nicht ganz schick. Fahrrad hat er nicht. Und die Differentialsperre kann auch nur im Lastengang aktiviert werden, ne? Eieiei. Also, der ist nicht so gut. Ich mach's trotzdem erstmal. Ich will einen ganz normalen Pritschenauflieger. Sind wir lange nicht mehr gefahren, so eine Kombo, ne? Sind wir lange nicht mehr gefahren. Oh, Kurvenlage ist nicht gut, ne? Kurvenlage ist nicht gut. Was ich mir erhoffe, ist, dass die Traktion vielleicht doch ganz okay ist, aufgrund der Doppelachse da, ne? Und er fährt relativ zügig. Er ist auf jeden Fall ein bisschen flotter als der P12 zum Beispiel. Das glaube ich zumindest. Ja, naja. Und 200 Liter, ne? Das ist auch nicht so. Der P12 hat 350. Und der P16 hat 300, oder? Oh. Oh, wir haben an Widerstandsfähigkeit verloren bereits. Also wir verlieren tatsächlich ja, etwas an Fahrleistung. Gut, also bis jetzt, hier kam man doch gerade recht gut durch, ne? Also das... Aber wir haben gleich das Wasser da, ne? Das heißt, da können wir den gleich mal auf die Probe stellen, ob er das überhaupt kann. Oder ob wir das mit dem vielleicht lieber lassen sollten. Wo zeigt denn der mir das an? Achso, das ist halt das. Ja, genau, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Da kommen wir halt... Nicht von hier. Hoffen wir mal, ne? Also... Ja, tanken wir mal, wer weiß, wenn wir stecken bleiben und die 20 Liter, ne, ich meine. So, die Folge nähert sich langsam dem Ende, leider. Ich würde trotzdem noch gerne mal probieren, hier jetzt durchzukommen, ne, weil ich stell's mir schwierig vor, ne. Kein Allrad, der Jar hat schon Probleme gehabt. Ah, ich bin gerne für Überraschung offen. Wir fahren nicht zu weit rein. So. Alles klar. Das ist natürlich
Okay, gut. Ohne Differential nicht, aber mit, oh. Ja, okay. Sind wir dabei. Bisschen niedriger den Gang. Also sehr anstrengend. Ist halt auch nicht vorteilhaft, dass der Truck so lang ist, ne? Also ich habe meine Bedenken. Ach du Scheiße. Hier wieder zurückzukommen. Ach du Scheiße. Okay. Bringt ja nichts. Ich glaube, jetzt haben wir es langsam. Hm, ja. Höchst unzufrieden mit der Leistung. Also, das ist nicht so gut. Also, da müssen wir wirklich auf dem Boden der Tatsachen bleiben und die Straßen benutzen. Und hier kommen wir natürlich nicht hoch. Verdammt. Jetzt komme ich hier nicht an meine Materialien oder was? Oder lässt er mich hier hochfahren? Das wäre natürlich jetzt gut. Ich brauche den Stoff, wenn er versteht. Ne? Ah ja, hier, alles klar. Okay, kommt man einfach hin, das ist natürlich gut. Ah, er hat zu langen Radstand, ne? So, hier sind zwei übrig. Naja. Und weg ist der Käse. Wo führt denn das hin? Das führt hier hin. Na, dann probieren wir es doch direkt. Das ist der Fehler. Es ist hier echt keine gute Idee zu fahren. Ich sag's, wie es ist, wir fahren uns hier fest. Ja. 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 Alles klar. Ja, ernsthaft. Kissen, ey. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, ne? Weißt du, weißt was mich stört? Ich sehe es halt kommen und ich mache es trotzdem. Ich verstehe es einfach nicht, wieso ich so blöd bin. Fuck!
was. Also. Und alles nischt hier. Jetzt muss ja Ja probieren, den hier rauszuziehen, ne? Hey, ich muss nur über diesen Stein her. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Offenbar ist es zu viel verlangt. Ah, ey, leck mir am Arsch, ey. Ah, die Frustration kommt wieder. Wisst ihr, warum sie wieder kommt? Weil wir wieder nicht die richtigen Fahrzeuge fahren. Das ist das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Den Anhänger, den will ich da jetzt natürlich auch nicht aufgeben, ne? Klar. Müssen wir jetzt retten mit dem Jar. Wenn wir den nicht nach vorne rausziehen können, dann müssen wir ihn halt nach hinten irgendwie rausziehen. Muss ich jetzt hin? Genau da, ja. Scheiße, ja. Wenn es mal klappen soll, ne? So, ich sehe, die Folge ist schon wieder längst vorbei. Also, dann mache ich eine Folge weniger, als ich geplant hatte. Dann machen wir jetzt XXL-Folge und probieren ihn da noch irgendwie zu retten. Machen wir es einfach so. Habe ich kein Problem mit. Machen wir heute über 30 Minuten. Kann ja auch mal sein. Wenn wir dafür dann noch die Brücke fertig haben, wäre das eine schöne Sache. Ach nee, hier kommt wieder unser Freund, der Graben. Okay. Auch jetzt fängt er wieder an. Ich hatte mich gefreut, dass genau das weg ist. Jetzt kommt es wieder. Aber immerhin erst nach der sechsten, siebten, siebten? Eins, zwei, drei. Nach der siebten Folge erst. Ja, immerhin. Immer noch besser als davor, wo es ja wirklich ein paar Mal pro Folge kam, ne? Ja, das Ding ist, der ist viel zu schwach. Also das. So. Ja, Digga, es ist. Ja, okay. Dann lassen wir es halt und machen dann nächste Aufnahmesession in Ruhe. Müssen wir den Kolob herholen und dann in einem vernünftigen Truck das machen und dann passt das schon, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.